17.07.2022, Dresden, Lothar Lange. Lese den dritten Teil aus der Broschüre »Die Gefahren der Impfung und die Staatsmedizin«, Wien, Druck und Verlag von Karl Finsterbeck, 1868. Düsseldorf, 9. Dezember 1865. Die Rheinische Zeitung schreibt, seit Wochen ging das Gerücht, dass im südlichen Teil der Vorstadt von Düsseldorf eine Randzahl Kinder mit der Pockenimpfung Syphilisgift beigebracht und dadurch großes Elend über eine unbescholtene Gärtnerfamilie gekommen sei. Nachdem vorgestern zur Ermittlung des Tatbestandes eine Kommission in den betreffenden Ortschaften gewesen, glauben wir keine Indiskretion zu begehen, wenn wir mitteilen, dass schon das Gericht in seinem vollen Umfange bestätigt. Einige Wochen später sind auffallende Krankheitserscheinungen bei den Impflingen vorgekommen und erst, nachdem sie sich auf die stillenden Mütter und endlich auf die Väter übertragen, als syphilitisch erkannt worden. Bis jetzt fallen auf diesem Wege 23 Personen, teils Kinder, teils deren Eltern und Nährmütter, und zum Teil in so bedenklicher Weise angesteckt seien, dass einige dieser Kranken für ihr ganzes Leben Verstümmelungen davontragen werden. Dr. Heim, württembergischer Impfarzt, schrieb, dass es auch einem geübten Diagnostiker nicht immer möglich sei, Blutveränderungen bei den Impflingen zu entdecken, und ihm selbst sei es geschehen, dass er von einem Kind, das ihm völlig gesund schien, geimpft, das später syphilitische Geschwüre bekam. Auch bezeugen 48 Ärzte des englischen Blaubuchs, dass Syphilis durch die Impfung übertragen werden könne. Man darf wohl annehmen, dass Hunderte von ähnlichen Fällen gar nicht zur öffentlichen Kenntnis gelangen. Diese wahrhaft haarsträubenden Fälle genügen aber vollkommen, um das Verderbliche der Impfung außer allen Zweifel zu setzen. Dass nicht bloß Syphilis, auch Krebs, Tuberkulose werden durch Impfung verbreitet, obwohl dieses noch ebenso von der großen Mehrzahl der Ärzte hartnäckig bestritten wird, wie einst die Möglichkeit der Syphilis. Dafür sprechen folgende Zeugnisse. Wiener Medizinische Wochenschrift Nummer 74, 1867. Virus aus einer Hofel in jüngster Zeit operierten Haut verändernden Geschwulst wurde nach Gazette du Hop vom 6. Juli von Guyon unter die Haut eines Hundes gebracht, der nach 12 Tagen starb. Es fand sich eine ziemlich große hautverändernde Geschwulst an der Impfstelle und zweitens alle Bronchialganglien geschwollen und pathologisch verändernd infiltriert. Bezüglich des Krebses haben von Langenbeck, Lebert und Follin Krebssaft in die Venen der Hunde injiziert. Dies hatte die Erzeugung zahlreicher Krebsmassen zur Folge, teils im Herzen, teils der Leber. Eine faustgroße Geschwulst entwickelte sich in 16 Tagen am Schenkel eines Hundes an der Stelle, an der Weber Krebssaft
geimpft hatte. Willemont, Herald, Cornel, Clark, Simon und andere sahen Tuberkulose bei Kaninchen sich entwickeln, denen man tuberkulöse Substanzen geimpft hatte. Es kann nicht fehlen, dass andere Gelehrte wie Ricord bei Syphilis auch an diesen Tatsachen mäkelten. Es müssen erst Tausende zum Opfer fallen, ehe einer sein Unrecht zugibt. In Bezug auf Schwindsucht schreibt Dr. Charles Rose, London, The Westray Times, 21. Mai 1859. Wenn Herr Taylor behauptet, es habe die Schwindsucht seit der allgemeinen Impfung sich sehr bedeutend vermindert, so erwidere ich ganz einfach mit den Worten des Medicinal Times vom 1. Januar 1854 über die Sterblichkeit in Glasgow. Unter den Krankheiten, welche die erwachsene Bevölkerung treffen, ist die Tuberkulose die gewöhnlich tödlichste Krankheit gewesen. Es sind nicht weniger als 2490 Menschen daran gestorben. Diese Krankheit hat sich in den letzten 60 Jahren bedeutend ausgebreitet. Nun sind es aber gerade diese 60 Jahre, seit welchen die Impfung eine allgemeine Verbreitung fand. Will Herr Taylor sich weiter unterrichten, so verweise ich ihn auf die statistischen Notizen des Professors Bartletts, der an der Universität von New York nachwies, dass von 208 geimpften Kindern nicht weniger als 138 an tuberkuloser Schwindsucht und 70 an anderen Krankheiten starben, während von 95 nicht geimpften bis 30 an Tuberkulose und 65 an anderen Krankheiten das Leben verloren. Ferner führt Herr Rose noch die Zeugnisse von Dr. Broedis an, die im Parlament eine Menge Fälle von Übertragung ekelhafter Krankheiten erzählte. Ja, selbst Chirurg und Zwangsimpfärzte Boehm gab in einem Brief an Lord Lyttelton zu, dass die Lymphe von kranken Personen genommen ein schändliches Gift sei, dessen Wirkung sich bald in ekelhaften Eruptionen kundgeben, so wie dass dadurch die Grundlage zu Strofeln oder tuberkuloser Schwindsucht gelegt wird. Dr. Quain hat 1857 nachgewiesen, dass er im Spital für Schwindsüchtige eine Untersuchung in Beziehung auf die Wirkungen des Impfgiftes anstellte. Ein Verhältnis der Impfung von 70% vorfand. Dr. Copeland in seinem Wörterbuch der praktischen Medizin drückt sich also aus, dass Strofeln und Tuberkeln seit Einführung der Kuhpocken sich vermehrt haben, leidet keinen Zweifel. Die Impfstoffe begünstigt namentlich das Vorherrschen der verschiedenen Strophelformen. Dr. Niemeyer, obgleich Impffreund, gesteht gleichwohl: Es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass Kuhpocken entzündende Affektionen hinterlassen, und ebenso offen und ehrlich spricht sich in dieser Hinsicht der Impfarzt Dr. Heim aus in seinem Werk über Pockenseuche, Seite 541.
Auch bezeugen im englischen Blaubuch 24 ärztliche Matadore, dass die Impfung die Strohfeln sähe und wecke. Im Katharinenspital zu Stuttgart starben von 1828 bis 1836 jährlich 7 bis 8 Tuberkulose. Von 1836 an sinkt die Zahl nie mehr unter 10 und steigt 1845 bis 1847 auf 21 und 23. Der Herausgeber des Sentinel de Maurice vom 7. Oktober 1867, der zu Port-Louis Maurice erscheint, bringt den Bericht über die Audienz, die die Mitglieder des englischen Anti-Impf-Vereins beim Minister Burlingham hatten, und sagt dabei Folgendes: Wir, die wir 4500 Meilen entfernt sind, können denjenigen, die den Weg der Reform betreten, nur den besten Erfolg wünschen. Wir sind der Gesellschaft von London einige Mitteilungen schuldig, damit sie im Parlament siegreich alle Einwendungen bekämpfen könne. Wir schreiben in Maurice selbst inmitten der kreolischen Bevölkerung. Man möge uns die Wahrheit der Tatsachen, die wir hier vorlegen, bestreiten, wenn man kann. Vor 1842 gab es in der Stadt Port Louis nur einige Aussätzige. Man kannte sie und konnte sie zählen. Seit 1842, wo der Impfzwang eingeführt wurde, ist man entsetzt über die große Anzahl von Personen, die man von dieser traurigen Krankheit ergriffen sieht. Ebenso von anderen Krankheiten. Seit der Impfung hat man den kreolischen Familien alle Arten Krankheiten eingeimpft, so dass die Familien, die die Quelle der Übel erkennen, sich gegen die Impfung sträuben, wenn man ihnen nicht Kuhstoff liefert, der aber nicht besser ist. Die reichsten Familien können sich gegen das Gesetz schützen, nicht aber die Armen. Sie müssen das Kind zum Impfdoktor schicken, um die Keime aller Krankheiten zu empfangen. Kein Wunder, wenn daher dort wie in London der Widerstand gegen die Impfung wächst. Hören wir nun, wie eine Anzahl aufgeklärter und erfahrener Ärzte sich über die Impfung äußern. Urteile anerkannter Fachmänner. Professor Harmenick in Prag nennt sie in seiner Rede im Böhmischen Landtag einen Schandfleck der ärztlichen Praxis und hat im englischen Blaubuch, das auf Antrag des Parlaments wegen der Impfung angelegt wurde, ein ebenso ehrliches, auch scharfsinniges Gutachten gegen dieselbe abgegeben. Professor Anna Moser schrieb: Eine großartigere Mystifizierung, Betrug, kann man es nicht nennen, hat die Welt seit ihrem Bestehen nicht erfahren. Nur der Hexenglaube könnte etwa zur Seite gestellt werden. Es ist jedenfalls nicht zu begreifen, wie ein Gift im Organismus durch ein anderes, dasselbe Gift zu vertilgen sei. Dr. Betz in Heilbronn: Wir zählen die Impfung und Zivilisation zu den größten Verirrungen
denen die Ärzte je anheimfielen. Professor Kranich fällt in Berlin. Auch ich habe meine 14 Kinder geimpft zu einer Zeit, wo ich noch nicht gewusst, wie schädlich es sei. Heute würde ich mich der Obrigkeit und den Polizeigesetzen widersetzen. Kölnische Zeitung. Professor Hochstetter in Esslingen in seiner Broschüre. Die Kuhpockenimpfung sagt gerade das Blaubuch, da als Beweis für die Impfung stets zitiert wird, habe die lebhaftesten Bedenken in ihm rege gemacht. Das Blaubuch ist für jeden, der es liest, der allerstärkste Zeuge wider die Impfung. Dr. Schäufele in Öhringen. Nicht bloß mit einer mit 100 Stimmen möchte ich protestieren und protestiere wiederholt und immerfort feierlich gegen den gelehrten Unsinn gewisser Leute vom Fach, die jetzt noch zu behaupten wagen, dass Kuhgift ein Gift sei kein Gift, und gegen die Grausamkeit derer, welche aufgrund dieser Behauptung am Impfzwang dem etwas maskierten bethlehemitischen Kindermord in ihrem Wahn festgehalten. Dr. Winter in Lüneburg ist eine nationalökonomische Belastung und eine medizinische Don Quixoterie, die Impfung. Dr. Putzke, ich habe mich von der Nutzlosigkeit und Schädlichkeit des Impfzwanges überzeugt, nachdem ich leider über 500 Kinder geimpft habe. Dr. Werder der Leisel, wie kommt es, dass in einem aufgeklärten Jahrhundert die Akademie der Medizin, welche Zentrum und Triebfeder dieser großen Frage ist, noch ein beklagenswertes Vorurteil nicht durch solide und unwiderlegbare Gründe, sondern durch Pomp, Preise, Medaillen und Korruption zu stützen sucht. Es ist hohe Zeit, im Interesse der Wissenschaft und der Menschheit einzuhalten und wieder gut zu machen, was dieses tolle tierische Eintropfen an unserem Geschlechte verdorben hat. Es ist hohe Zeit, dass die Akademie diese Frage unter ihre Arbeiten wieder aufnehme, wenn sie nicht schwere Verantwortlichkeit für alles Unglück auf sich laden will, welches die Impfstoffe schon in 3 bis 4 Generationen angerichtet hat. Es ist endlich einmal Zeit, dass sie prüfe, ob Dr. Jenner und Konsorten um ihr sogenanntes Schutzmittel gegen Plattern zur Annahme zu bringen, die unredliche Absicht hatten, die Regierung und das Publikum über die wahre Natur ihrer Gefährlichkeit zu betrügen, und ob das, was sie für Kuhpocke ausgaben, nicht ganz einfach das Resultat der Impfung des Maukegiftes vom Fuß des Pferdes auf die Kuh ist. Wenn bestätigt, werden wir die Akademie fragen, ob durch die Übertragung eines Hautübels vom Tier auf den Menschen nicht auch andere Reaktionen als eine Hautkrankheit übertragen werden können? Ob infolge der Übertragung dieser Hautkrankheiten nicht auch die absorbierenden und aufsaugende Fähigkeit der Hautgefäße teilweise zerstört werden? Ob infolge dieser Wirkung die ekelhaften Ausschlagstoffe, welche von der Natur bestimmt sind, aus unserer
Ökonomie ausgestoßen zu werden, nicht an der Haut eine unüberwindliche Barriere finden, deshalb gezwungen wurden, sich im Inneren unseres Körpers mancherlei Formen zu entwickeln und ob diese im technischen Desorganisationen nicht unendlich bedeutender und hundertmal tödlicher seien als die natürlichen Blattern, welche man durch die Impfvergiftung vermeiden will. Ob die Zahl dieser Krankheiten, welche seit der Impfstoffe so üppig gewachsen ist, Folge der Impfung ist. Dr. Mitchell sagt in seiner Rede im Unterhaus London, das Impfgesetz heiße den Mord gesetzmäßig machen. Unbedingt schützt die Impfung nicht vor den Blattern, führe dagegen oft Blindheit und Entzündungen in ihrem Gefolge. Der Generismus sei der kolossalste Humbug, den man dem Menschengeschlecht durch trügerische Vorspiegelungen jemals aufgeladen hat. Dr. Langstaff, die öffentlichen Impfärzte haben vom Parlament ungeheure Summen bekommen, die ich im Augenblick nicht genau angeben kann. Allein 1855 allein betrug dieses 54.727 Pfund und im jetzigen Jahre werden die Impfärzte nicht viel unter 250.000 Pfund Sterling erhalten. Noch andere Summen, die ich nicht schätzen kann, sind bewilligt worden, um diesen monströsen Betrug aufrecht zu erhalten. Dr. Grieb in Stuttgart. Was den Impfzwang insbesondere betrifft, so sollten alle Parteien sich darin einigen, dass er als einer der gehässigsten Formen staatlicher Bevormundung gänzlich und alsbald wegzufallen habe, denn sind die der Impfung nachgerühmten Vorteile im besten Falle nur zweifelhaft, so sind andererseits die leiblichen und sittlichen Nachteile einer Zwangsimpfung leider nur zu gewiss. Mir ist der Impfzwang stets als einer der frechsten Parasiten am Baume der bürgerlichen Freiheit erschienen und dass er in Deutschland noch zu dieser Stunde mit aller Macht aufrechterhalten wird, im hochgebildeten, freien England, aber 1853 sich einschmuggeln konnte, beweist unwiderleglich, wie wenig selbstständig man noch über die höchsten Fragen des Lebens zu denken gewohnt ist. Dr. Ancelon, ich habe 20 Jahre geimpft. Sie alle haben wohl mit Enthusiasmus geimpft. Warum fällt uns denn heute die Lanzette aus der Hand? Wir stehen beschämt betroffen da, weil wir nach 65-jähriger Praxis die Vorfragen noch nicht gelöst haben. Was ist der Impfstoff? Kann die Impfung vollbringen, was sie versprach? Was sind die Folgen? Wir wissen im Grunde nichts Genaues über das göttliche Element dieses kostbaren Präservativs, wie Dr. Lagarde schreibt. Doch weiß jeder von uns, dass der Impfstoff ein Gift ist, dass es kein leichtes Gift ist, dass er wie jedes Virus dem Syphilitischen nahe verwandt ist und als Alchemistenlabor
der Veterinärschule unter uns figuriert. Er mischt sich gerne mit gesunden und kranken Säften des Menschen, der Syphilis, der Flechten, der Stofeln, des Aussatzes und teilt sie den Impflingen mit, wie so viel Ärzte es beklagen. Haben wir ein Recht, die Leute solcher Gefahren blindlings preiszugeben? Vor allem aber wichtig und vom größten Gewicht ist das Zeugnis folgender alter, erfahrener englischer Impfärzte Gregory Epps Collins Pierce Skelton, die durch Jahrzehnte geimpft und dabei so traurige Erfahrungen gemacht, dass sie als ehrliche Männer, als entschiedene Gegner der Impfung auftraten und auch Mitglieder der Anti-Compulsory Vaccination Leisure in England sind. Dr. Gregory, der 50 Jahre lang Direktor des Pockenhauses in London war, hatte vor seinem Tod Folgendes in der Medical Times am 27. Juni 1852 veröffentlicht. Es sind die medizinischen Autoritäten, welchen das Parlament die Verbreitung und Oberaufsicht über die Impfung anvertraut hat, welche die Unvollkommenheiten zu erklären und beschönigen suchen. Die Idee, die Blattern mit Hilfe der Impfung zu zerstören, ist ebenso absurd und chimärisch. Sie ist ebenso unvernünftig wie anmaßend. Ferner werde ich zu dem Schluss getrieben, dass die Empfänglichkeit für das Blattern, Verunreinigung bei Geimpften mit den Jahren wächst, während das Gegenteil bei dem ungeimpften Teil der Menschheit stattfindet, dessen Empfänglichkeit für Blattern in der Kindheit am größten ist. Dr. Jenner selbst, der sein erstes Kind nach der Impfung verlor, ließ sein zweites Kind nicht impfen. Ebenso sträubte sich Dr. Gregory, seine Kinder impfen zu lassen, denn seine Erfahrungen in der Privatpraxis seien noch schlechter als im Pockenhaus. Dr. Epps, Direktor des Jenner-Institutes zu London, durch 25 Jahre, wo er 120.000 Menschen geimpft, spricht sich prinzipiell gegen jeden Zwang aus. Das Impfvirus, sagt er, ist ein Gift. Als solches durchdringt es alle organischen Systeme und infiziert sie derart, dass es auf die Pocken fördern wirkt. Es ist weder entgiftend noch heilend noch stabilisierend der Pocken, sondern nur ein die Expansionskraft einer guten Natur lähmendes Mittel, dass die Pocken auf die Schleimhäute zurückfallen müssen. Niemand hat das Recht, ein so tückisches Gift zwangsweise in das Leben eines Kindes einzuführen. Dr. Skelton sagt, ich habe viele Jahre zur großen Impfarmee gehört, möchte aber nicht länger die Verantwortlichkeit auf mich nehmen, da die Impfung nicht bloß nicht schützt, sondern auch Ursache anderer Krankheiten ist. Dr. W. Collins, durch 20 Jahre Impfarzt in Edinburgh und London, schreibt, es findet keine Veränderung der Virulenz der Pocken statt, trotz Impfzwanggesetze. Von den Geimpften, die befallen wurden, waren 66% gut geimpft.
wenn ich die Absicht hätte, nur 33% der Opfer zu beschreiben, welche durch die Impfung da niedergeworfen sind, so würde dir das Blut in den Adern stocken. Es wird gesagt, dass mehr Ungeimpfte sterben als Geimpfte. Das könnte von Nichtdenkenden zugunsten der Impfung gedeutet werden. Wir müssen aber zwei Klassen unterscheiden, welche in jenes Institut aufgenommen werden. Leute, die gut belüftet in Häusern wohnen, gut gekleidet, gut versorgt, gut logiert und genährt sind, das sind die Geimpften, und Leute von entgegengesetzten Qualitäten, die in physischer und geistiger Beziehung niederer stehen, weniger Kräfte besitzen, der Krankheit zu widerstehen, das sind die Nicht-Geimpften. Ich habe durchaus keinen Glauben mehr an die Impfung und betrachte sie mit dem widerlichsten Ekel. Denn sie ist das Mittel, schmutzige und gefährliche Krankheiten von einem Menschen auf den anderen zu übertragen, ohne irgendeinen Schutz zu gewähren. Ich bin in der Tat der Ansicht, dass wir in der Jennerschen Periode leben, wo man unschuldige Kinder und den nicht denkenden Teil der Erwachsenen schlachtet. Dr. Stovall in Brighton, 25 Jahre lang Impfarzt, sagt: Die fast allgemeine Erklärung meiner Patienten setzt mich in den Stand, den Ausspruch zu tun, dass die Impfung nicht bloß eine Täuschung, sondern auch ein Fluch für die menschliche Gesellschaft sei. Denn lächerlich, geradezu unvernünftig ist es zu sagen, irgendein verdorbener Stoff, der aus den Eiterbeulen und Bläschen eines organischen Wesens kommt, könne den menschlichen Körper anderes als verunreinigen und nicht schaden. Nenne man den Stoff nun eine Lymphe oder gebe man ihr einen anderen dummen Namen, es ist und bleibt ein Verderbnis und Anstoß, der weggeworfen werden soll. Es werde behauptet, dass die Impfung fürs Leben schütze. Als dies nicht eintraf, so wurde eine Impfung alle 7 Jahre angeraten. Auch das schlug fehl. Ferner fehlte es an hinreichendem Kuhgift. Nun dann impfte man die Kühe mit menschlichen Plattern, und das daraus entstehende eitrige Produkt musste für Kuhplatternstoff, für frische Lymphe von der Kuh weg, wie das Staatsgesetz will, gelten. Dieses Bastardgift bringt man in die Körper der Männer und Weiber, gleich viel welche Krankheiten Mensch oder Kuh gehabt haben mögen. Das heißt man heutzutage echten Impfstoff. Man trägt diese reine Lymphe von Kind zu Kind bis auf den heutigen Tag und verbreitet auf diese Weise einen Krankenstand, so dass die Spitäler und Apotheken um 80% anwuchsen und sich mit jedem Tag vermehren. Was sind 450 Ärzte des Blaubuches, da in London alleine 3000 Ärzte leben? Ich habe Namen von 100 Ärzten, die ebenso denken wie ich. Dr. Pierce in Northampton, durch 25 Jahre Impfarzt, äußerte in einer Versammlung: Aus der Betrachtung der Epidemien stellt sich aufs Tatsächlichste heraus, dass der Versuch, Präventivmaßregeln gegen Epidemien zu treffen, wie die Impfung, vergeblich ist. Wie kann der Historiker in den Irrtum verfallen, die veränderte Sterblichkeit
sei der Impfung zuzuschreiben. In den ersten 30 Jahren des letzten Jahrhunderts starben von 1000-Pockigen 74. In den letzten 30 Jahren der Impfung starben von 1000-Pockigen 95. In dem Bericht des Impfpockeninstitutes 1803 heißt es: Es steht keineswegs fest, dass die Impfstoffe eine Wohltat für die Bevölkerung sei, denn von ungefähr 1000 Geimpften starben 6 und 25 hatten sich eine schwere Krankheit durchzumachen, während gleichzeitig die Impfschäden sich ausbreiteten und die Sterblichkeit sich vermehrte. Von 298 Geimpften starben nicht weniger als 31 im Pockenhospital zu London, dass die Schwindsucht seit 50 Jahren immer mehr wächst, ist anerkannt. Dr. Bayard, ein ausgezeichneter französischer Arzt, schrieb in einer Petition an das Parlament: Die Impfung ist ein Verbrechen gegen die Natur. Die Weiterverbreitung des Virus fällt zusammen mit der Geneigtheit des Menschengeschlechtes zu Beulen, Fäule oder Tierkrankheiten. Im Allgemeinen verzögert die Impfung nur den Keim der Blattern, ohne ihn zu zerstören. Die allgemeine Einführung der Impfstoffe hat die Sterblichkeit der Jugend verdoppelt. Außerdem haben über 100 deutsche, englische, amerikanische, französische und italienische Ärzte und Naturforscher in den letzten 10 Jahren, 1861, treue Bekenntnisse gegen die Impfung drucken lassen. Schluss. Die Staatsmedizin. Es stellt sich die vielgepriesenen Impfungen vom Standpunkt ihrer Gegner dar, zu denen, wie wir gesehen haben, sehr hervorragende Wissenschaftler, Frauen und Männer von ungewöhnlichem Talent zählen, deren Urteil umso beachtenswerter ist, als es unleugbar gegen ihr materielles Interesse verstößt. Die Geschichte der Heilkunde ist eine fortlaufende Reihe von Täuschungen und Irrtümern, weil man durch mehr als 70 Jahre die Einimpfung der Menschen plattern geübt und sie ebenso sehr gerühmt wie später die Kuhpockenimpfung, bis man endlich das Verderbliche zugestand und sie polizeilich verbot. Man hat gegen den Biss toller Hunde einst sanitätspolizeilich ein höchst barbarisches Verfahren angeordnet und es erst in neuester Zeit abgestellt, als man endlich das Nutzlose und Schädlichkeit desselben einsah. Ja, man hat selbst Cholera, die Lungenfäule und Syphilis einimpfen wollen, und Dr. Turenne, Frohrieb und andere haben ganz ernsthaft allgemeine Zwangsgesetze für diese Krankheit in Vorschlag gebracht, da die Klagen über die Zunahme dieser Übel immer lauter ertönten, und wer steht uns dafür, dass nicht heute oder morgen irgendwelche medizinische Autorität dafür eintritt und gleichfalls Zwangsgesetze für diese Krankheiten erlassen werden? Wohin kommen wir auf diesem Wege? Soll man den Kindern gleich ein halbes Dutzend Krankheiten in der Wiege einimpfen lassen? Dass diese Befürchtung keine übertriebene ist, beweist Folgendes zugleich als Beweis, auf welch falschem Wege die Vertreter der Medizin sich befinden. Dr. Tardieu hatte in der Sitzung der Akademie
22. September 1863 geäußert: Il faut que la rage disparaisse. Die Hundswut soll wie die Pocken eingeimpft werden. Oder Dr. Eusias Turenne hat zur Verhütung von Ansteckung die Impfung des syphilitischen Gifts in Vorschlag gebracht. Und Dr. Frohrieb in Weimar meint, es wäre zu erwägen, ob es nicht zweckmäßig wäre, alle jungen Leute etwa bei der Konfirmation mit syphilitischem Gift zu impfen, wie man die Kinder impft. Man müsste untersuchen, ob es nicht ginge, die einzuimpfende Flüssigkeit in Röhrchen so aufzubewahren, dass man ihn wie den Kuhpockenstoff versenden könnte. Ginge das nicht, so müsste man immer einige Syphilitische in Bereitschaft haben, deren Zustand man von Zeit zu Zeit mit Jod erleichtern würde, was sich viele arme Teufel um Geld gefallen ließen. Von ihnen könnten dann die Ärzte des Impfgiftes immer frisch beziehen. Oder ferner, interessante Schrift, die Einimpfung der Cholera als das bewährteste Schutzmittel gegen diese Seuche von Dr. Lyndon Meyer Schandau, 1854. Aufs Neue verdankt der Mensch den Ahnen, das sich ihm zur Nahrung hingibt und ihm die nährende Erde bauen hilft, seine Dauer, Kraft, Leben und Gesundheit. Die Veterinärschule in München fasste den glücklichen Gedanken, bei Cholera-Fällen, sobald sich Atemnot einstellt, die von Dr. Vogel entdeckten unsichtbaren Cholera-Flocken mittels kleinster Substanzen auf dem Mastdarm einzuimpfen. Die Versuche fielen sehr interessant aus und bewiesen den tatsächlichen Schutz in so hohem Grade, dass Dr. Lyndon Meyer im Verein mit den berühmtesten Ärzten im Großen der Geißel der Menschen entgegenzutreten geraten hat. Da die Einimpfung der Cholera-Flocken nicht den mindesten Nachteil hat und das einzige Mittel ist, die Brechruhr samt ihren verheerenden Folgen zu verbannen, so darf diese Impfmethode als besonders wohltätig bezeichnet werden. Neues Stuttgarter Tageblatt, 13. September 1854. Bald darauf war die Cholera in München erloschen, und zwar ohne Impfung. Das bisher Ausgeführte dürfte vollkommen genügen, dem Publikum über den Wert der Impfung die Augen zu öffnen. Wir für unseren Teil bedürfen zwar aller dieser statistischen Daten und ärztlicher Autoritäten nicht, denn wir halten uns an die unbestreitbare Tatsache, die auch Dr. Stovall hervorhob, dass der Impfstoff ein von dem kranken menschlichen oder tierischen Körper ausgestoßener Krankheitsstoff und es daher unvernünftig sei, demselben einem gesunden Körper einzuimpfen und heilsame Wirkungen davon zu erwarten. Man kann mit Bestimmtheit behaupten, alles, was in dieser Hinsicht der Impfung zugeschrieben wird, ist Selbsttäuschung oder Lüge. Kein Wunder daher, dass die Bevölkerung überall instinktmäßig sich gegen die Impfung sträube und nur durch Strafen und das Beispiel der gebildeteren Klassen der Widerstand niedergehalten werden kann. Die Gebildeten aber
denen die Heilkunde ein durchaus fremder Gegenstand ist und die sich in solchen Fragen jedes selbstständigen Urteils enthalten, können leicht für die Impfung gewonnen werden, indem man sie als eine wunderbare Entdeckung der Wissenschaft rühmte und damit jeden Zweifel im Vorhinein abschneidet. Nur schade, dass dieses ehrfurchtgebietende Wort so schmählich missbraucht wird, um die größten Absurditäten damit zu decken. Wohl liegt hier die Frage nahe, wie es kam, dass die große Mehrzahl der Ärzte für die Impfung, welche doch tatsächlich eine allgemeine Infektion ist, Partei ergreife und sie als segensreiche Erfindung preise. Es kann das nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, dass die Impfung mit der ganzen Irrlehre der homöopathischen Schule von der Heilkraft der Gifte in innigem Zusammenhang steht. Wer dem Arsenik und Merkur, dem Strychnin und der Belladonna Heilwirkungen zuschreibt, wer kann auch die Zwangsvergiftung als eine Wohltat preisen? Obschon eine solche Lehre aller Logik und allen Naturgesetzen Hohn spricht, denn wenn ein Lot Arsenik hinreicht, einen Menschen zu töten, so muss man auch das geringste Stäubchen verhältnismäßig schädlich wirken, wie ein Körnchen Schisspulver verhältnismäßig dieselbe Wirkung hat wie ein ganzes Pfund. Und was für den Gesunden ein Gift ist, kann für den Kranken kein Heilmittel sein. Welche schönen Heilresultate man uns daher auch immer vorführen mag, so wird der nüchterne Verstand, der diese Behauptungen näher prüft, daran doch ebenso wenig glauben als an jene Zaubermärchen und Gespenstergeschichten, mit denen man heutzutage nur noch bei Kindern sein Glück macht. Der aufmerksame und unbefangene Beobachter muss hingegen mit Schaudern sehen, welches ungeheure Unheil mit den Giften angerichtet und wie viel Gesundheit und Leben dem Moloch der Medizin im Namen der Wissenschaft täglich geopfert wird. Wahrlich, wenn man einst die Heilkunde vor dem Richterstuhl des gesunden Menschenverstandes fordern wird, so wird man ihr ein solches Sündenregister vorhalten können, dass sie unter der Wucht der Anklagen vernichtet in den Staub sinken muss. In allen Zeiten haben daher menschenfreundliche und aufgeklärte Ärzte energisch gegen dieses sinnlose Treiben protestiert. So Krüger, Hansen, Harmenick, Bock, Frankl, Steudel, Richter und insbesondere hat Professor Bock in seinen vortrefflichen Aufsätzen in der Gartenlaube alle jene den Giften zugeschriebene Heilwirkung als Aberglaube gebrandmarkt und würde das Publikum der Heilkunde nur halb so viel Aufmerksamkeit zuwenden wie den übrigen Wissenschaften? Es würde sich nicht mehr so willig zu allen abgeschmackten medizinischen Experimenten und nicht so leicht gelehrten und ungelehrten Scharlatanen in die Hände fallen, denn es ist eine wahre Beleidigung,
das man uns heutzutage zumutet. Eine so natürliche Prozedur wie die Impfung ist als einen Triumph der Wissenschaft zu bewundern. Es ist eine Beleidigung des fortschreitenden Geistes unserer Zeit, dass man uns zumutet zu glauben, die ganze Menschheit müsste in der Jugend vergiftet werden, damit sie gedeihe und gesund bleibe. Kann es einen größeren Wahnwitz geben? Ja, das Schrecklichste der Schrecken ist der Mensch in seinem Wahn und besonders der Mediziner, denn er opfert seinen Hirngespinsten rücksichtslos Leben und Gesundheit von Tausenden, hat doch in neuester Zeit ein berühmter Professor 4 Individuen, die gar nicht krank waren, je 100 Quecksilbereinreibungen gegeben, um zu beweisen, dass dieses eine ganz unschuldige Sache sei. Medizinische Wochenschrift 1867, Nummer 24, Seite 375. Solange solche Dinge noch möglich sind, kann man sich über den Impfunsinn nicht wundern. Uns aber möge man mit solchen Zumutungen verschonen. Der Staat jedoch sollte Fürsorge treffen, dass er wie schon ein großer Arzt des vorigen Jahrhunderts, Peter Frank, geäußert hatte, die Kranken nicht bloß gegen Krankheit, sondern auch vor den Medizinern selbst geschützt werden, damit in stillen Krankenzimmern nicht nach und nach Tausende hingeopfert werden und jene unmenschlichen und törichten Experimente, die man mit den armen Kranken in den Kliniken im Namen der Wissenschaft vornimmt, in Zukunft aufhören. Die Geschichte der Medizin alter und neuer Zeit ist reich an Beispielen der Verblendung und es darum hohe Zeit ist, dass wir Laien uns um unsere medizinischen Interessen selbst etwas kümmern und nicht in träger Gleichgültigkeit auf jedes selbstständige Urteil zugunsten der sogenannten Fachmänner verzichten, die unsere Unwissenheit und Leichtgläubigkeit in unverantwortlicher Weise ausbeuten oder deren Vorurteilen und Irrlehren wir zum Opfer fallen, wie es recht auffallend bei der Impffrage zutage tritt. Der medizinische Absolutismus, wie er heutzutage besteht, vermöge welcher alle medizinischen Angelegenheiten dem souveränen Belieben einer Zunft anheimgegeben sind, mit dem Wohle der Gesamtheit unvereinbar, denn ohne dem achtbaren Stand der Ärzte zu nahe treten oder die hohen Verdienste vieler ihren edlen Beruf mit aller Aufopferung und Menschenfreundlichkeit dienenden Ärzte im geringsten schmälern zu wollen, so bleibt es doch eine unbestreitbare Tatsache, dass der Arzt von der Krankheit des Menschen lebt und es der menschlichen Natur zu viel zumuten heißt, wenn man annehmen will, der ärztliche Stand werde im Ganzen und Großen mit allem Eifer und Anstrengung auf Besserung der Gesundheitsverhältnisse und Abnahme der Krankheiten hinarbeiten und sich dadurch, wenn nicht ganz überflüssig machen, so doch die Einkünfte schmälern, soll es daher mit der öffentlichen Gesundheitspflege besser werden, so muss dem Laienstand eine größere Teilnahme
auf das Gesundheitswesen eingeräumt. Vor allem aber die Staatsmedizin, das heißt die ausschließliche Herrschaft einer Heilmethode der Allopathie, aufhören. Denn alles, was Professor Rokitansky in seiner Rede im Herrenhaus vom 13. Mai gegen die Impfindustrie vorgebracht hatte, ist genau auch auf die Staatsmedizin anwendbar. Auch diese strebt nach Herrschaft über den Staat und sucht sich ihm dienstbar zu machen. Auch sie lehrt Dogmen wie zum Beispiel die Impfung und macht Anspruch auf Unfehlbarkeit, ausschließliche Wissenschaftlichkeit und erklärt diese in Gefahr, wenn man an ihren Privilegien rüttelt. Auch sie ist intolerant und lässt andere Heilmethoden mit seltener Ausnahme nirgends in ihren Spitälern zu. Sie verfolgt alle Naturärzte, die nicht ihren Ansichten huldigen, mit Geld und Gefängnisstrafen. Mit Recht, sagt Dr. Fischer aus Altdorf, die Heilkunst und das Apothekerwesen 1853. Die Stellung des Arztes zur Wissenschaft und zur Welt ist eine bedeutungsvolle, weil es gegen sein Urteil keine Entscheidung gibt. Und dennoch wird der Student so kümmerlich von der Universität ausgestattet. Es wird meist nur in dem unterrichtet, was in die einseitige Richtung seines Professors passt. Lernt andere Systeme nur aus dessen einseitiger Kritik kennen und wird erst am Krankenbett inne, wie Unrecht ihm geschah. Die Allopathie, Gift mit Gift zu bekämpfen, das alte und verbesserliche Schoßkind des Staates greift immer höher. Die Dosis Merkurs bis zum Speichelfluss, Jod bis zur Hirnerweichung oder Wassersucht, Belladonna bis zum Skorbut, Aderlass Coup sur Coup, den äußeren Machtapparat bis zur Neige. Die Allopathie ist des Apothekers Leibspeise. Die Welt wäre ohne solche Ärzte gesünder, denn sie schmälern die Gesundheit und den Wohlstand. Der Staat drückt noch sein Siegel der Autorität darauf. Heutzutage aber gibt es verschiedene Heilmethoden. Allopathie, Hydropathie, Homöopathie und wie sie sonst noch heißen mögen, die sich ebenso wie die Konfessionen gegenüber, daher ebenso neutral verhalten wie gegen die verschiedenen Konfessionen und allen in Bezug Errichtung von Lehrkanzeln und Spitälern gleicher Rechte und gleicher Unterstützung, nicht aber bloß der einen Richtung seinen ausschließlichen Schutz zum Nachteil der anderen zuteil werden lassen oder allen ihren jeweiligen Irrtümern seinen Arm zur Durchführung leihen. Ein solcher Zwang auf Andersdenkende ist ebenso ungerechtfertigt wie der Gewissenszwang in religiöser Beziehung. Denn mit welchem Rechte kann man jemanden die Impfung zumuten, der darin eine Vergiftung sieht? Ist das nicht eine dem Mittelalter würdige Tyrannei? Und darf in einem Rechtsstaate eine solche weiter fortbestehen? Wir müssen daher im Namen der persönlichen Freiheit selbst gegen die Fortdauer des indirekten Zwanges protestieren, den da allgemein selbst von den Verteidigern der Impfung zugestanden wird, dass der Impfstoff ein Gift sei. Sehr hervorragende und erfahrene Ärzte die Impfung geradezu als eine Vergiftung
bezeichnen und ebenso unzweifelhaft feststeht, dass infolge der Impfung gefährliche Krankheiten, ja selbst der Tod, eintreten kann. Der Schutz überhaupt ein sehr zweifelhafter ist. So können wir keiner Gesetzgebung das Recht zugestehen, durch direkten und indirekten Zwang irgendjemanden das Impfgift aufzunötigen. Nur Verbrecher können am Leben und Gesundheit gestraft werden. Ja, selbst die Aufmunterung und Unterstützung der Impfung von Seiten des Staates konnte nur so lange gerechtfertigt erscheinen, als die Impfung unangefochten allgemein als eine Wohltat betrachtet wurde und nicht durch so viele traurige Erfahrungen die Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit konstatiert und durch so vielfache gewichtige Zeugnisse bestätigt worden ist. Übrigens sind die Plattern bei rationeller Behandlung, wie zum Beispiel das Natur- und Wasserheilverfahren praktiziert, weniger gefährlich als andere Krankheiten und lassen nicht einmal Narben zurück. Die Schriften des Dr. Rittlingers, denen obige Zeugnisse entnommen, sind folgende. 1848 darf weiter geimpft werden? Stuttgart. 1848 das württembergische Impfgesetz. 1849 die 50-jährige Impfvergiftung. 1852 die Impfvergiftung zweiter Teil. 1857 das englische Blaubuch für die Vakzination. 1857 die Liga der Impfärzte. 1859 das schwarze Buch vom Impfen. 1861 das ärztliche Konkordat. 1863 Gott und Abgott oder die Impfhexe. 1865 Testament der Natur. 1866 die Staatsmagie der Impfung. 1867 die Impfung, ein Missbrauch.